100 Meter unter 2 Minuten, 50 Meter abschleppen, beide bekleidet. Und eine andere Aufgabe nicht? Natürlich nicht. Und will er nicht schwimmen? Ja, steht doch alles drauf. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Zieh dich um, Zeit für die kleine Runde. Nächster Gelegenheit gleich mal abreißen. Ja, aber die armen Enten, die leben da. Aber die armen Enten? Mann, die Kackvögel scheißen mir mein ganzes Becken voll. Los, mitkommen! Chef, was ist das? Da kommen die Eisen-Dreisalze und die Aluminiumsalze rein. Wobei ich ja ganz gern auch organische Polyamine nehme. Die bilden aus den Kolloiden größere Mikroflocken. Kannst du gleich mal merken? Ja, Chef. Weißt du, was das da ist? Nee. Fass halt mal an. Ah, Chef! Was soll das? Das passiert, wenn du hier was anfasst. Ich sag dir, wenn du mir hier Probleme machst. Ja, jeder Flüchtling macht Probleme. Nein. Nicht jeder Flüchtling. Du. Du machst Probleme. Und ich sag dir, ich erkenne Kandidaten, der Probleme macht. Lass doch mal das Wasser in Ruhe. Aber du schwimmst da rum wie so ein Bekloppter, ne? Ja, vielleicht, weil ich untergehe. Ja, du kämpfst zu viel. Und was soll ich bitte machen? Schau dem Wasser in die Augen. Dem Wasser. Mach die Arme länger. Länger. Ja. Okay. Komm hier, länger. Hey, das Wasser, das ist nicht dein Feind, ne? Das ist dein Freund. Mein Freund? Komm, probier's nochmal. Was schaffst du? Okay. Mein Freund. Ich schwimme! Du schwimmst? Ich kann schwimmen! Ihr stört die Badegäste. Es ist ja gar keiner da. Ich müsst trainieren, Alter. So, jetzt raus, alle. Du bist so ein Arschloch. Das Bad ist in einem katastrophalen Zustand. Die finanzielle Situation ist schockierend. Deshalb wird uns nichts übrig bleiben, als das Freibad zu schließen. Wie wäre es, wenn ich dafür Townhouses im Landhausstil hinstelle? Er braucht einen Job und du brauchst Hilfe. Er kann nicht mal schwimmen. Was kann ich machen? Regel Nummer 1, ein Schwimmmeister setzt sich immer durch. Sprungturm, nicht Stehturm. Sie springen jetzt, ansonsten lernen Sie mich kennen. So Typen wie Sie kenne ich schon, die will keine Sau kennenlernen. Regel Nummer 2, null Toleranz. Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten. Ich brauche eine Bürgerwehr. Wie viele Unterschriften brauche ich denn? Zu 600. 600? Bist du bescheuert? Du musst den Ball wollen. Ich versuch's ja. Nimm mir Arsch und Zwirn.
Wenn ihr mir helft, die Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, dann mache ich den Sali fürs Finale fit. Ein Torwart mit Schwimmflügel, Coach, das geht wirklich nicht. Das ist doch nicht nur meine Heimat, das ist doch auch eure Heimat. Dann hilft ihr kämpfen. Auf die Demokratie. Runter jetzt! Regel Nummer 4, Ruhe bewahren, Krankenwagen rufen, Telefon ist in meinem Büro. 112.